Ja, hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Wizards and Warriors für den NES, der allererste Teil. Und wie ihr vielleicht noch mitbekommen habt, habe ich dann den ersten Teil geschafft und bin jetzt nach diesem Baumgedünsel, bin ich jetzt in der Höhle hier gelandet, in dem ich natürlich wie vorhin immer alles versucht anzugreifen. Okay, mal keine Ahnung, da ich das Spiel noch nie fertig geschafft habe. Was ich genau machen muss, kann ich diese... Ja, die kann ich öffnen. Cool. So, hüpf, hüpf. Ui. Und nochmal. Ah, fuck. So. Hier kann ich sicher hoch. Und da kann ich nochmal. Ah, Fleisch. Ja, mit Schlüssel. Ich brauche sicher all diese Schlüssel hier. Zum Glück habe ich diesen Dagger hier, der mir überall hin folgt. Wow. Das war ein wenig zu hoch, oder auch nicht. Ich gehe nochmal hoch da. Denn, so, geh weg. Ah, cool. So. Die Musik ist nicht so cool wie die Titelmelodie. Aber, ja. Okay, wo muss ich hin? Ich bin... Geh weg. Ah, fuck. Geh weg hier. Was bedeutet eigentlich dieser rote Zaubertrank? Kann ich hier einfach hoch? Ach, irgendwie nicht ganz. Ich gehe einfach mal weiter. Dann vielleicht wird sich die Lösung ergeben. So. Hüpf und hüpf. Und hier ist eine wunderbare Schatztruhe, die offen ist. Und mir noch mehr von diesen schönen Rubinen oder Diamanten gibt. Und ein blauer. Keine Ahnung, was der macht. Ach, schon. Jedenfalls nicht unverwundbar. Was, 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 was? Okay, ich gehe da nochmal hoch. Ja, super. Ich gehe da nochmal hoch, habe ich gesagt. Und ich falle nicht weiter runter. Da ist sicher irgendetwas, das ich brauchen kann. Okay, mit diesen coolen Stiefeln, die ihr da unten seht, in meiner Leiste, kann ich die geschlossenen Kisten einfach aufkicken. Das ist wirklich super. Also mit der Select-Taste kann man diese, kann man diesen Boots da gebrauchen. Und hier ist eine Kiste. Ich hole einfach mal alle Kisten. Potion of Levitation. Okay, was mache ich damit? Also es ist nicht Select, seht ihr? Mit Select kann ich kick, 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 kick. Ah, und wenn ich nach oben drücke, kann ich fliegen. Oder sowas ähnliches. Vielleicht hilft das mir an... Stellen hochzukommen. Geh weg. Ich gehe da nochmal hoch. Vielleicht. Kann ich da hoch? Vielleicht. Ich gehe hier hoch. Oder bin ich von hier oben gekommen? Ah. Geh weg da, du komisches Eisgespenst oder was du auch immer darstellen willst. Okay, ich gehe hier entlang. Hier ist schon wieder dieser rote Trank. Ich glaube, hier war ich gerade schon mal. Also ich bin ziemlich planlos hier in diesem Spiel. Und wenn ihr jetzt da ein wenig Lärm hört, das ist der blaue. Jo, da war ich vorhin. Geh weg da, du böse blaue Zeugs da. Oh, cool. Hier kann ich hochspringen und kann irgendwas machen. Geh weg. Und Cloak of Darkness. Okay, der Umhang der Dunkelheit. Jetzt ist die Kiste wieder zu. Kann ich die öffnen? Eigentlich, okay, ist vorbei. Ich kann meine Superstiefel nicht mehr brauchen. Und bin unsichtbar. Oder was es auch immer bewirkt. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht wird sich das... Oh, fuck. Nicht so weit runterfallen. Das ist nie so ganz... Schlau. Okay, ich gehe nochmal rauf. Hier habe ich ein wenig Fleisch. Ja, natürlich. Hier habe ich noch mehr Fleisch. Wollte ich jetzt nicht alles essen, aber gut, habe ich jetzt gemacht. Geh weg. Und hier gibt es wieder ein paar Rubinchen. Jo. Und wieder diese spezielle Melodie, die ich nicht begreife. Was ist das eigentlich? Oh, ein Schlüssel. Cool. Schlüssel kann man noch sicherlich gebrauchen. Das wird eine Kiste. Ja, okay. Wie oft bekomme ich denn eigentlich... So. Kann ich hier jetzt einfach hoch? Ja! Und ich habe schon über 120 Steinchen
gesammelt. Oh, da gibt's noch mehr Steinchen und ich laufe natürlich gerade direkt in diese unsichtbaren. Okay, die Musik hat sich geändert. Das heißt, ich habe nicht mehr viel Energie. Also ich werde schon vielleicht bald ableben. Kann ich hier nicht nochmal irgendwo hoch? Oder war das einfach nur in meiner Fantasie? Geht's einfach nur hoch, wo ich schon eh schon war? Okay, ich gehe jetzt einfach mal runter. Okay, weg, 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 schnell, schnell runter. Ah, fuck. Und das nächste Mal bin ich tot. Noch mehr Dimension. Ich gehe mal hier entlang. Nee. Okay, ich will vielleicht da runter. Ah, ich bin tot, nein. Okay. So. Kann ich hier rein? Ja klar, mit dem runden Schlüssel kann ich hier rein. Das kann ich noch nicht öffnen, da ich nicht den rosafarbenen Schlüssel habe. Aber, warte mal. So, da kann ich hochspringen. Und noch mehr Diamanten sammeln. Da gibt's ganz viele Diamanten. Oder was? Ach, ich mache das extrem geschickt, wie ihr seht. Okay. Hier finde ich ganz viele Diamanten. Ja, und natürlich laufe ich in jeden Gegner hinein. Hüpf. Hüpf hoch und hüpf hier und hüpf da. Kuros, da schafft das schon. Okay, ich mache das so. Okay, hier ist der Schlüssel. Cool. Oh. Hey, geil. Hier sind versteckte Diamanten. Und ganz viele noch dazu. Hier sind sowieso extrem viele Diamanten. Also, ganz cool. Und jetzt kann ich natürlich auch in diese Kisten. Super. Schon über 200 Diamanten. So. Gehen wir mal hier wieder zurück. Okay, was muss ich machen? Ich nehme diesen. So. Okay, gehe ich hier runter. Wow. Okay, anscheinend ist es ein Unverwundbarkeitstrank. Habe ich mal jetzt herausgefunden. Und dieses Steinchen nehme ich mal mit. Und versuche hier in diese Tür zu gehen. Oh Gott, was ist los? Was ist los? Oh! Weg, 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 weg. Hier. Ich bin ein Rotkreuzritter. Mit diesem roten Kreuz hier könnte man das fast meinen. Geh weg. Oh, oh Scheiße. Oh. Okay, was muss ich machen? Ach, cool. Wow. Oh, fuck. Gott, ich bin schon tot. So. Dieser Boss. Oh, schnell weg, 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 weg. Ich nehme an, das ist ein Boss, den ich besiegen möchte. Und ganz viele Fledermäuse sind hinter mir her. So. Ich bin hier. Hey, cool. So kann ich diese Fledermäuse besiegen. Wie kann ich diese... Wie kann ich diese Fledermaus am besten besiegen? Ja, wenn ich nicht da immer reinspringen würde, dumme Bitch. Gott, Fledermäuse sind die Pest. So, geh weg, ich weiß nicht... Scheiße. Ah, gut. Oh, ich habe blöderweise jetzt auf den Safe State gedrückt, aber ist ja egal. Oh, crap. Oh, nicht mehr viel braucht sie. Okay, noch ein Schlag. Und yeah! Oh, fuck. Ja! Juppie, ich hab's geschafft!
So. Geil, geil, geil. So, gib noch ein paar Pünktchen. Und ich habe die nächste Damsel befreit. Freut mich natürlich. Esmeralda. Warum Esmeralda und nicht Esmeralda? Okay, gut. Und ich würde sagen, ich mache hier schon mal einen Cut. Hier auf der Karte seht ihr, bin ich irgendwo in einer kuriosen Welt des Feuers angelangt. Und jo, ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Teil.